Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag. Ja, also ich tue mir immer gerade was Gutes. Meine Augenbrauen ist Farbe drauf. Dann habe ich mir noch ein paar Augenpads noch drauf gemacht für meine fetten Augenringe. Ich habe die Nacht ein bisschen schlecht geschlafen. Es war doch sehr heiß. Ja, aber gut, wird jetzt alles gerettet, dann sehe ich gleich wieder gut aus. Robert, von dir kommt ja gar nichts. Gerettet. Ja, Robert ist zu Hause. Der Mann hat Homeoffice. Homeoffice, genau. Ich habe mir ein paar Blitze drauf gemacht. Robert muss vorsichtig sein, sonst schieße ich dich weg. Was? Ja, hier, Augenpads. So. Stefan, willst du jetzt von Ja, mir? genau, ne? Und meine Füße habe ich auch schon gemacht. Alles wieder Tutti. Ach, ist das schön, wieder alles super zu haben. Alles wieder Tutti, genau. Kann ich aber auch gleich abmachen. Hab mir schon eine Timer gestellt. Mal gucken, wie die danach aussehen. Naja, ich mach's ja nicht das erste Mal, ne? Also, meine Füße sind auch wieder alles gut. Ach, ist das schön, wieder alles fresh zu haben. Ne? Ne, Robert? Genau. Männer haben ja da nicht so viel mit zu tun. Nagellack auf die Füße, Augenpads, ne, Robert? Genau. Ach, und heute ist wieder schön das Wetter, also zum Schlafen, ja klar, da ist es so ein bisschen, ne? Aber zum so mittags finde ich das ja voll geil, so heiß, ne? Ja, so. Der Google hat gerade schon gebimmelt. Eine Seite muss runter, sondern hier die rechte Seite. Mache ich jetzt mal. Das ist die Augenfarbe, die ich benutze. Also die benutze ich echt sehr gerne. Die nimmt auch schön die Farbe an und so. Und ja, das ist das, was ich benutze für die Füße. Habe ich von der lieben Zuschauerin bekommen, von lieben, lieben, lieben Bea habe ich das bekommen. Sie schaut uns immer auf YouTube. Genau, davon habe ich zum Geburtstag von ihr den Fußbalsam bekommen. Der ist auch super schön. Wenn das leer ist, kaufe ich mir die auf jeden Fall nach. So, ich bin fertig. Augenbrauen sind gut geworden. Kann mich echt nicht beschweren. Gut. Gut, jetzt mache ich mir noch ein bisschen hier Sommerduft drauf. Nivea. Kriege ich noch nicht mit der Hand hin. Nee. Geht nicht, kann nicht. Ich kann nicht drücken. Nee, ich hab da keine Kraft in dem Finger. Das würden da was mit Morphin. üben. Hä? Ja, was kommt wieder, hä? Ja. So, mit rechts geht's. Einmal so ein bisschen. Ich mache mir das aber nicht auf der Haut. Ich mache mir das immer nur auf Stoff oder ein bisschen mal in der Haare, aber auf der Haut eigentlich eher weniger. Das mag ich nicht so gerne auf der Haut. Schön, wenn man das so auf Klamotten hat, das reicht dann auch schon. So, Haushalt ist so gut wie, ja, ich habe mich ja erst um mich gekümmert, anstatt um den Haushalt. Ich werde jetzt ein bisschen saugen, ein bisschen Staub wischen jetzt noch machen und ja, das reicht dann auch. Ich gehe dann lieber bei dem schönen Wetter heraus und wir haben jetzt 10:30. Ja, also um 1 Uhr gehe ich los, Jasmin holen von der Schule gleich. Und dann wollte ich noch mal nach Kick. Ja, dann wollte ich noch mal nach Kick, einen Badeanzug holen für Jasmin. Ich war nämlich gestern noch bei Kick. Ich habe zwei süße kurze Hosen mitgenommen. Einmal, ja, eher gesagt sind es drei. Da war nämlich ein Doppelpack drin. Also eine hat sie schon an. Und dann habe ich hier einmal noch eine, wie so eine graue Sternchenhose habe ich dann noch mitgenommen. Und einmal in ganz schwarz eine und einmal so eine schöne pinke, die war echt schön gemacht. Da habe ich ihr dann so ein schönes Oberteil drauf angezogen. Das haben wir, wo wir letztes Jahr in Spanien waren, da waren wir ja in Tossa de Mar. Da habe ich so ein schönes Mallorca-T-Shirt mit überall so Fransen an den Armen und hier unten am Ende vom T-Shirt. Das hat sie jetzt an.
Genau. Aber ich wollte jetzt nochmal zu Kick ihr nochmal einen süßen Badeanzug da jetzt gleich kaufen. Das habe ich nämlich gestern vergessen. So, jetzt sitze ich hier im Chefsessel. Simba ist auf mir drauf. Nein, ich möchte jetzt nicht schon wieder deinen Po in mein Gesicht haben. Okay? Ja? 30 Minütchen bin ich noch hier und dann gehe ich die kleine Maus von der Schule abholen. Okay. Ich bin jetzt wieder voller Fell. Ich brauche jetzt wieder meine Fusselrolle. Gleich mal abfusseln. Noch einmal schlafen. Dann geht endlich dieser Verband runter. Ich bin froh, wenn das Ding runter ist. Ja, und mal gucken, ob ich den Herrn mit Robert zum Sanitätshaus war, wenn er Feierabend habe. Aber ich glaube, die brauchen ja meine Größe. Das heißt, ich muss dann komplett aus dem Verband raus sein, um das zu testen, welcher passt. Ich weiß, da steht irgendeine Nummer drauf auf dem Rezept. Ja, mal gucken. Ich fahre einfach gleich mal hin. Wenn ich morgen vom Chirurg komme, gehe ich dann zu Fuß zum Sanitätshaus und probiere dann da mal die Handschuhe an. Da liegt jemand gemütlich auf der Couch. Teddy! 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 Hey! Oh, du bist auch immer eine Süße, ne? Ist warm, ne? Ihr habt ja auch noch die dicke Verkleidung an eurer Haut, ne? Euer Fell. Schaut mal, die Softcake. Ja, es wird immer weniger. Cool, ne? Aber die nimmt Robert jetzt morgen mit zur Arbeit. Ich habe mir jetzt noch ein paar noch in den Kühlschrank gelegt. Ja, und die kann Robert dann morgen mitnehmen. Dann können die dann alle da futtern. So, meine Tochter ist auch gerade von der Schule gekommen. Oh, Mama, ist so heiß. Also die Große. Ich gehe mich jetzt unter die Dusche abduschen. Ist ja, mach ruhig. So, Wäsche ist auch so gut wie. Ein paar Teile habe ich auch aufgehangen. Jetzt werde ich aber noch eine Waschmaschine anschmeißen. So, dann habe ich aber alles weggewaschen. Eine Kochwäsche schmeiße ich jetzt noch an. Und dann, ja, kann ich mich dann schon auf den Weg machen. Die Katzen, die wissen auch irgendwie nicht, ob die rausgehen sollen oder drin bleiben sollen. Ne, Simma, du guckst so. Keine Ahnung. Ja. Denen ist es, glaube ich, noch heißer mit ihrem fetten Fell. So, machen wir mal die Maschine an. Machen wir den mal. Ja. Einmal an, machen wir 60 Grad, Handtücher. So. Und an. Tini. Aber du weißt auch nicht, jetzt liegst du unten auf der Couch, jetzt bist du hier auf der Treppe, ne? Jojo. Meine Tochter hört Musik im Zimmer. Hey du, Teddy. So, ich bin unterwegs, habe ich gerade gedacht. Vielleicht kann Rot mich eben noch eincremen, aber... Also jetzt Brustkorb, Dekolleté und Rücken und so. Ich hatte niemanden angerufen, dann von der Arbeit aus. Ja, genau, wäre jetzt auch nur mal eben schnell so eincremen, weil ich kann das halt nicht so gut, weil ich kann mit links nicht in die rechte Hand reinsprühen und dann, hab da keine Kraft für. Und von rechts nach links geht nicht wegen dem Verband. Ja gut, deswegen war ich ganz froh, hat meine Tochter mir dann geholfen, die hat mich dann eingeschmiert. Ich will nämlich jetzt auch nicht jetzt unbedingt jetzt noch einen Sonnenbrand bekommen, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Gesicht bin ich eingeschmiert. Ja, aber ich hätte mir mal eine Mütze aufziehen sollen. Aber naja, habe ich gestern auch überlebt, wo ich das mir geholt habe, hatte ich auch keine Mütze auf. Da war es, glaube ich, noch heißer. Ja, und mit meinem Ring, da komme ich immer noch nicht so ganz klar mit. Ich habe gerade einen Rettungswagen gesehen, da habe ich mich da irgendwie wieder dran erinnert. Manchmal ist es schon so, dass ich auch irgendwie davon träume, weil ich das so schade finde, dass der ja weg ist. Aber ich habe ja im Krankenhaus meine Handynummer alles hinterlegt und die wollten sich da nochmal drum gekümmert haben, aber anscheinend ist er nicht zu finden. Ne? Ich finde das irgendwie so schade, finde ich das. Ach, nee. Ich
denke mir immer, wie kann sowas passieren? Ne? Kann ja nicht sein, man kommt ins Krankenhaus auf einmal. Ich meine, ich trage ja nicht viel Schmuck, außer jetzt. Wie kann denn dann ja, der Ring wegkommen? Ich verstehe das einfach nicht. So, Jasmin hat meinen Rucksack und ich habe ihren Rucksack. Also Tunista, so. So, wir sind wieder zu Hause. Oh, hier ist... Jasmin hat sich so ein Bikini hier ausgesucht, Höschen. Mit hier so Oberteil. Total süß. Hier, Maus. Kannst du mit da draußen nehmen. Kannst du anziehen, bitteschön. Hier, auch das Sonnenschutzmittel. Ja, das kann. Komm jetzt auch raus, Mausi. Ja, raus. So, dann haben wir uns noch was geholt. Das werde ich Jasmin jetzt auch aufpumpen. Ich gehe nämlich jetzt auch nach draußen. Was? Auch bestimmt 30 Grad. Was? So, dann haben wir uns hier noch Kinderriegel geholt von 1 Euro. Jasmin und ich gefuttert. Dann haben wir hier, ich kann das gar nicht umdrehen, doch. Wassereis haben wir geholt. Und hier so ein Schwimmring habe ich für Jasmin, habe ich geholt. So, dann gehe ich jetzt mal draußen aufpumpen und dann gehe ich jetzt auch noch draußen die Kleine einschmieren mit der rechten Hand. Mit der linken geht ja nicht. Dann sprüht sie mir immer was in die Hand und ich creme die dann immer ein. So habe ich das heute Morgen auch gemacht, bevor sie zur Schule gegangen ist. Ich war gerade kurz oben, ich wollte gucken, wo die Katzen liegen. Ich zeige euch jetzt, wo die liegen. Das sieht so süß aus. So, es ist dunkel. Ich lasse mal Licht an. Also ich mache mal Licht an. Und? Tada! Da liegen die beiden Faulen. Bei meinem Sohn auf dem Bett. Ihr könnt froh sein, dass er da nichts gegen hat. Hä? Hm? Ihr zwei Süßen. In the ashes of morning, the darkest night. So, hier bin ich wieder. Jasmin ist im Pool. Ich liege hier mit meiner Banane. Robert ist im Gartenhaus und arbeiten. Lisa ist oben im Zimmer. Kevin ist arbeiten bei der Hitze der Arme. Naja, aber so ist es meist in Ausbildung, ne? Ja. Und ich ruhe mich hier in der Matte aus. Und gleich in ein paar Stunden, dann gehe ich wieder mit der Niki, meiner Freundin, gehe ich gleich wieder laufen. Freue ich mich schon drauf. Um 19 Uhr kommt sie zu mir und dann gehen wir dann laufen. Jasmin hat Spaß. Mal gucken, ob gleich noch jemand kommt. Wir haben hier Kinder, die hier spielen und dann kommen die, dann klingeln und fragen, ob die mit Jasmin spielen können. Jo. Ich esse jetzt mal meine Banane. It's like I'm running out of time. Another one lost in the clouds. Foggy memories leave me blind. I still hold on to you. I still. Tut mir leid für den Spaß, aber ich finde dieses. Ich finde es einfach geil. Die ganze Fresse ist schief. Ich störe an hier die Augenbrauen und alles nicht in der richtigen Stelle. Ich kann nicht mehr. Was gibt's eigentlich immer für eine Scheiße? Ich glaube, ich mache mal einen extra Kanal. So wie ich aussehe. Ne? So. Boah, echt, ey. Komm, Xenia. Mach auch mal so ein Video von dir. Ich will mal wissen, wie du aussiehst. Und bring das mal auf Instagram. Morgens sitzt die Frisur. Mittags sehe ich aus wie ein, naja, ein gerupftes Huhn. Morgen geht ja hier meine Schiene ab. Ihr könnt mir ja mal schreiben, also ob ihr die Naht sehen wollt oder nicht. Ich würde euch die dann zeigen. Die wird sowieso wahrscheinlich zwischendurch mal, immer mal, wenn ich so mache oder so, immer zu sehen sein. Ihr könnt mir ja schreiben morgen, ob ihr die, weil morgen bekomme ich ja das ab, habe ich schon zum zweiten Mal gesagt. Ihr könnt mir ja Bescheid sagen, ob ihr die sehen wollt oder nicht. Also könnt ihr mir ja schreiben auf Instagram oder auf YouTube und dann weiß ich Bescheid. Also ich glaube, das steht mir gar nicht. Also das ist schrecklich.
Farbig, weil die Niki mir das gepostet hat und unbedingt wollte, dass ich diesen Filter ausprobiere. Also, massiv Botox. Das Glatt am Stirn gefällt mir auf jeden Fall voll. Meine ganzen Falten sind weg. Aber diese Backen. Ich meine, ich habe schon Riesenbacken, aber. So, Niki, ich habe gepostet. Ich poste das jetzt. Das ist Wahnsinn. Ein bisschen Spaß muss sein. Das Leben ist eh viel zu ernst, meinst du nicht? Also, deswegen, muah, liebe Grüße an denjenigen, der diesen Post schaut. Ja, positive Laune und viel Energie. Auf jeden Fall positive Energie. Ja. Und Nicole, an dich auch. Einen dicken Schmatzer. Also ich lach mich kaputt. Ich kann, wenn ich das dem Alex gleich zeige, haut er sich weg. Also ist ja auch nicht so meins. Guck, Maxenia, hat doch super funktioniert. Wir sehen doch beide zauberhaft aus. Ihr werdet das wahrscheinlich auf meinem Kanal hin und wieder immer mal sehen, dass ich so aussehe. Tut mir leid, aber Spaß muss halt sein. Aber ich finde das einfach cool. Wenn er Ruhe dann morgen das Video wieder fertig macht für YouTube, kriegt er bestimmt ein Lachflash. So, ich besuche Robert gerade auf der Arbeit. Hier ist er. Er hat hier sämtliche Sachen zum Futtern rumstehen. Ne? Ich habe halt Hunger gehabt. Der arme Junge hat halt Hunger gehabt. Ja, Sonst fällt er ja vom Fleisch. ja. Ne? Ein Cola Zero, ein halbes Paket Softcake gegessen. Alles das. Schön was für die Figur getan. Dann noch die gegrillten Hähnchen von gestern noch gegessen, ne? Von nichts gut nichts. Ne, das stimmt, von nichts gibt nichts. Ne? Nur Ruhe, das ist voll kalt hier im Ja, Gartenhaus. ich friere. Wir frieren. Ich habe Ich hole gefriert auch. gleich einen Winterjack. Ruhe geht kaputt. Ja. So, unser Whirlpool kriegt jetzt seine Supplements. No, what? No. Seine Vitamine, damit er nicht grün wird. Sehen aus wie Spülmaschinentabs, Robert. Ne? So, kommt das wieder da unten dran. Ach, da ist übrigens der Reifen, den ich geholt habe bei Kick. Ist doch ganz schön, oder? Wir mal wieder mit meiner kleinen Knutschkugel. Ja, trotzdem ist warm wie Sau, ey. Bei uns im Moment funktioniert an dem großen Auto unsere Klimaanlage nicht. Ja, die geht eine Zeit lang und dann irgendwann geht die aus. Und dann muss man das Auto wieder ausmachen, wieder anmachen, dann geht die wieder an. Ich muss Ja. auch mal nachgucken. Ich denke mal, dass die ganzen Filter, die müssen mal gewechselt werden. Wir waren ja auch mit dem Auto ja gerade erst in der Inspektion, Ja, anscheinend haben die aber. das nicht gemacht. Nee, anscheinend nicht. Das ist, glaube ich, eine extra Aufgabe oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, und mit meinem kleinen Auto, ja, da funktioniert die Klimaanlage. Deswegen haben wir gesagt, lass mal hier mitfahren. Ich hoffe, ihr versteht uns überhaupt, weil die Lüftung zu laut ist. Ach ja, stimmt. Da müssen wir schreien! Ja. Genau. So, wir fahren jetzt zum Sanitätsbus. Ja, genau, mal Gucken, gucken. ob Eine der. Schiene für die Alte. Ja. Boah, ist das warm, ey. Ich kann nicht mehr. Boah. Ach, stell dich mal nicht so an, ein Ich saß bisschen auch die. Hitze. Ja, boah. Warte. Ich saß ja auch die ganze Zeit im Gartenhaus wegen Homeoffice und ich bin jetzt so durchgeheizt. Oh, ich muss jetzt erstmal runterkommen, erstmal abkühlen. Momentan kann ich Hitze nicht mehr so gut abnehmen. Lass mal gleich nach Kars fahren, da sind schön kalt. Ja, das stimmt. Ja, da können wir gerne hinfahren. Ja, genau. Als danach ist direkt geheilt, ey. Ja, Ist direkt nicht nur Nase. geheilt. Ey, Ey, kann der mal stehen so bleiben? weit Kann man denn so raus. Auto fahren? Ja, Oh, Frauensteuer. echt. Ja, war halt eine Frau, kann ich ja nichts Ja, für. so fahre ich aber nicht. Nee, ich fahre gut. Ich kann Aktuell sogar fährst du ja super, nicht. nee, das stimmt, aber ich kann super gut einparken. Aber auch nur in einer Richtung, ne? Aha.
Ne? Ja, wenn er auf der anderen Seite einparken muss. Ja, ich packe ja immer einen anderen so rum ein. Also, ja, ja. Egal. Ich kann einparken. So. Wir waren gerade Autosaug und ich habe Robert losgeschickt. 1 Euro wechseln für 50 Cent. Den wir fast eine Spaiate machen. Boah, wenn ich da rausgekommen, dann kommen ja die Autos da rausgerollt aus der Waschstraße. Oh, Alter, das hätte ich gerne die Beine jetzt. Und die lacht sich natürlich tot, die blöde Kuh. Nur weil ich wegen der Irren hier wieder Auto saugen muss, obwohl hier ein paar Krümelchen drin waren. Boah, echt, ey. Boah. Da hast du jetzt bestimmt Spaß mit den nächsten Tagen, ey. Boah, voll gezerrt, ey. Ich krieg den Mund gar nicht zu vor Lachen, weil ich die ganze Zeit schon. Ja, meinst du, wenn ich mich dann aufs Maul gelegt hätte, hätte ich ja auch den Arm gebrochen gehabt, dann wär's gewesen. Ich möchte mir auf einmal die Tür aufpressen und dann habe ich mir auf die Schnauze gelegt. Hab ich überhaupt nicht gesagt, ich hab gesagt, dass ich wieder weggerutscht bin. Der hätte Spagat gemacht. Oh, Alter. Stell dich mal nicht so an. So, boah, ich bin im Gartenhaus und ich werde jetzt mal hier einen Bildschirm aufhängen. Der liegt da schon. Und habe hier gerade Platz gemacht. Da, und dann kommt da meine Kommandozentrale, um Musik zu machen. Der hat wohl kein WLAN. Muss jetzt noch, aber einen WLAN-Stick habe ich am Laptop. Damit er Internet hat, und dann muss ich noch irgendwie gucken, wie ich da Audio dran kriege. Aber ich, es gibt da hier so Adapter, wo man per Funk das Audio, per Bluetooth das Audiosignal senden kann. Ich schließe erstmal. So, der Rechner startet gerade. Ja, habe ich jetzt so ein Wandpanel, wo ich Musik anmachen kann. Jetzt muss ich erstmal gucken, WLAN-Stick habe ich reingesteckt. Ich hoffe, er erkennt den. Bin gespannt. So. Da ist übrigens Windows 10 drauf. Und das Lustige ist, das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht gewusst. Windows 10 kann man auch ohne Lizenzkey installieren. Und dann meckert der zwar immer rum, muss aktiviert werden, das läuft aber niemals ab. Also im Grunde muss man gar keine Lizenzgebühren mehr bezahlen. Das Einzige, was man hat unten dann halt immer den Text stehen und man kann den Desktop nicht mehr anpassen. Das setzt er immer zurück, aber pff, kostenlose Lizenz. Obwohl, ich habe auch hier noch irgendwo welche rumfliegen, dann packe ich die da rein, ist mir egal. Naja, so, ich guck mal. So, ich bin hier draußen noch am Grill ein bisschen Nudeln ankochen. Wo habe ich denn jetzt die Grills denn hingetan? Alter. Ein bisschen umrühren. So. Ja. Dann habe ich hier noch mal umgebaut. Ich habe jetzt gemacht, dass ich die Seite hier, also diese Seite hier, einfach umklappen kann. Und hier auch. Dass oben alles offen ist, damit das hier nicht so eine Sauna ist. Und hier unten drunter. Das ist hinten so eine Schiebetür. Die können wir für die Katzen auf und zuziehen. So, Netzwerkkabel habe ich jetzt auch noch geholt, weil er wieder zu ist. USB-Stick angeschlossen, also WLAN-Stick angeschlossen. Und der hat natürlich keinen Treiber. Also muss man jetzt erstmal LAN anschließen, damit man dann den Treiber für den WLAN-Stick runterladen kann. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich an LAN-Anschluss dran komme. So, das ist ganz praktisch mit so einem Ding da, mit so einem Fritz Powerline. Habe ich jetzt mal eben das Ding angeschlossen, provisorisch. Eigentlich hängt das Powerline-Ding woanders. Naja, der muss jetzt gerade noch hochfahren, der braucht relativ lang. Der hängt eigentlich da hinten an der Wand, damit man hier ordentlich überall das Signal hat. Da kommt er gleich schon wieder hin, sobald der WLAN läuft. Erst mal Treiber installieren. Ja, und hier ist mein Homeoffice-Platz. War noch sehr warm heute. Komm! Mäh. Na, komm hier! Komm her! Komm her! Fehlt einer, ne? Das sind noch eigentlich drei. Der liegt da. Ach, da liegt der, ja. Komm! So, ich bin wieder ein Läufchen machen mit Nicole. Ne, Niki? Mäh. Oh, nicht anfassen, jetzt können wir eine jetzt nicht. Wieder laufen oder? Mäh! Ja, genau. So, für die Knöllchen mache ich jetzt heute auch noch was zu essen. Ja, einmal das hier, ne? Das ist lecker, ne, Nicole? Wie heißt der nochmal? Rosmarin. Rosmarin, das habe ich gekocht, damit die halt wieder in die Haare schmieren kann. Kann ich jetzt in die Haare schmieren. Und hier ist so ein Gericht von Aldi. Das kommt eigentlich im. Oh, das ist jetzt fertig. Das kommt eigentlich in die Mikrowelle, nur ich habe leider das Paket aufgemacht zu früh.
Okay, Google, stopp. So, und ich mache mir noch eine Pizza Diabolo. Scharfe Pizza, ne? Und ich kann mich jetzt nicht zeigen, weil ich habe nichts mehr an, außer eine Unterhose. Wollt ihr nicht sehen, glaubt mir. Ich war richtig geil laufen, das war so schön. Ja? Oh, nicht so nah. Guckt euch mal meinen blauen Fleck da an, ist der nicht geil? Ja, ist geil.